An der Lahnquelle lebten einst Riesen. Die einzigen, die ihnen zu trotzen wagten, waren der Graf von Wittgenstein und seine kleine Tochter. Als diese sich eines Tages am Wasser aufhielt und in Gedanken versunken an ihren in der Ferne weilenden Bruder dachte, nahm sie der böse Riese Geon gefangen. Als der Graf davon erfuhr, ritt er sofort mit einem bewaffneten Tross los und besiegte Geon in einem langen Kampf. Bis heute lebt Geon als langer Mann im Volksmund fort. Ob nun der böse Riese oder vielmehr die Geltungssucht der alten Rittersleute für den Bau der vielen Burgen an der Lahn verantwortlich waren, bleibt mal dahingestellt. Auf unserem langen Weg entlang der Lahn, 242 Kilometer von der Quelle bis zur Mündung, haben wir zumindest viel Riesenhaftes entdeckt. Es waren auch weniger bekannte Objekte dabei, viele Burgruinen, aber auch aus umgebauten Burgen entstandene Schlösser. Und wir dürfen euch das an dieser Stelle versichern, alles von Menschenhand erbaut und teilweise auch wieder von Menschenhand zerstört. Riesen hatten da nicht ihre Finger im Spiel. Diese alten Zeitzeugen zu besuchen und zu filmen, hat jedenfalls mal wieder einen nachhaltigen Eindruck auf uns gemacht. Aber seht selbst, viel Spaß dabei!